Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem Marktupdate anlässlich des US-Arbeitsmarktberichtes. Die Zahl der Woche kam um 14.30 Uhr heraus. Im Vorfeld war der DAX schon sehr nervös und dann gab es kurz nach 14 Uhr heftige Ausschläge in beide Richtungen. Zeitweise rutschte der DAX kurz ins Minus, hat sich dann aber am Nachmittag für die Richtung gen Norden nach oben entschieden. Die Arbeitsmarktdaten kamen stark heraus. Es ist eine robuste Verfassung, in der sich der US-Arbeitsmarkt hier im Monat November präsentiert hat. 203.000 neue Stellen wurden außerhalb der Landwirtschaft aufgebaut, aber die Flüsterschätzungen, die waren sogar noch ein wenig optimistischer. Das heißt, diese starke Zahl konnte am positiven Ende sozusagen nicht überraschen. Die Bären, die den DAX unter Druck haben wollten, die hätten eine stärkere, eine noch positivere Zahl gebraucht, wahrscheinlich 220.000 Stellen oder mehr. So war es eine starke, eine gute Zahl für den US-Arbeitsmarkt, aber keine Zahl, die den DAX verschrecken konnte. Er hat sich dann für die Wegrichtung, wie gesagt, nach oben entschieden. Und auch das Gold konnte sich nach einer kurzzeitigen Schwäche berappeln und liegt jetzt wieder über der Marke von 1230 US-Dollar. Der Euro ging kurz nach 14.30 Uhr in die Knie, aber hat sich dann auch berappeln können und liegt jetzt nur noch knapp unter der Marke von 1,37. Ja, was wird die Fed draus machen? Ein Monat reicht hier noch nicht. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Das war ein guter Monat November für den amerikanischen Arbeitsmarkt. 200.000 neu geschaffene Stellen. Jetzt sagt man, braucht es noch mal einen guten Dezember, einen guten Januar. Die Fed wird noch weitere Monate abwarten. Mit anderen Worten, auf der Pressekonferenz am 18. Dezember wird wohl der scheidende Fed-Chairman Ben Bernanke noch nicht einen Starttermin für das mögliche Tapering-Programm nennen. Die meisten Beobachter rechnen damit jetzt erst für den Monat Februar oder für den Monat März. Im März steht dann die erste Pressekonferenz der Nachfolgerin an der Spitze der Fed an, nämlich von Janet Yellen. Also, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Tapering ist weiter eine Riesendiskussion hier an den Märkten, aber heute konnte der Arbeitsmarktbericht die Bullen an der Börse nicht verschrecken.